Jetzt hattest du vorher noch erwähnt, dass du viele neue Leute kennengelernt hast. Das waren ja vielleicht auch nicht nur Spanier, sondern, wie ich mir vorstellen kann, viele andere Leute aus anderen Regionen der Welt. Wo hast du denn jetzt neue Freunde, die du in naher oder ferner Zukunft mal besuchen willst? Also in Finnland habe ich hauptsächlich internationale Freunde kennengelernt, also weniger mit Finn direkt zu tun gehabt. Da habe ich jetzt noch Freunde, gerade in Deutschland, in Italien, in Österreich. Die haben wir auch dieses Jahr größtenteils besucht. Tatsächlich haben wir unseren Urlaub so geplant, dass wir möglichst viele Leute besuchen können. Und ich glaube, das setzt sich auch sofort in der kommenden Zeit, im kommenden Jahr, hoffentlich. In Spanien habe ich tatsächlich mehr mit Spanien auch zu tun gehabt. Ich habe auch einfach mit Spanien zusammen gewohnt. Es war ein Ziel von mir, dass ich diesmal mit Locals zusammen wohne, um die Sprache einfach besser zu lernen. Aber auch da, also Belgien, Frankreich, ja. Hauptsächlich die Länder. Ja, sehr schön. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.